Er ist 14 Jahre alt. Er kann extrem hart schlagen. Und er weiß, wo er hin will. Ich setze mir direkt das größte Ziel an. Ist ja auch das Beste, also die Goldmedaille zu holen. Die Goldmedaille bei der Europameisterschaft in Rumänien wäre ein weiterer Schritt auf der Erfolgsleiter. Erst im Mai wird John Bielenberg deutscher Meister der U15 in der Gewichtsklasse bis 56 Kilo. Erfolge, die er auch seinem Vater zu verdanken hat. Der ehemalige Boxprofi trainiert heute seinen Sohn. Also ich habe immer Wert darauf gelegt, dass mein Sohn nicht getroffen wird. Na? Mehr so Defensive, natürlich auch Offensive, aber eher, dass man auch dieses Technik des Boxen lernt und nicht einfach nur raufhauen und raufknallen. Da habe ich immer Wert drauf gelegt. Und das war für mich wichtig, dass mein Sohn sich auch, dass er mit 30 nicht tottert oder, ne? Du musst unbedingt, nachdem du, hast ein paar Mal gut gemacht, nachdem du die linke geschlagen hast, bist du Oberkörper zurück und dann warst du wieder da. Sparringspartner auf seinem Niveau findet er kaum noch. Meistens boxt John gegen ältere und schwerere Gegner. Der Lübecker ist ehrgeizig, trainiert 5-mal die Woche. Er muss Kondition aufbauen, denn bei der EM wird jede Runde in nur 1,5 Minuten statt in 2 geboxt. Ich muss mehr Druck machen, also die Gegner werden mehr aktiver sein und dann muss ich also viel mehr schlagen, viel mehr tun im Kampf als 2 Minuten. Vater Ataga Sal weiß, den Weg nach ganz oben schaffen nur Ausnahmeathleten. Ob sein Sohn das schaffen wird, sieht er gelassen. Für ihn ist wichtig, dass John Spaß am Boxen hat. Damals, wo ich selber aktiv war und geboxt habe, da war ich nicht so aufgeregt, wie wenn mein Sohn boxt. Ne? Da will ich unbedingt, dass es schnell zu Ende geht. Aber so als Vater ist es natürlich emotionaler. Aber als Trainer jetzt ist wiederum eine andere Aufgabe, wo ich jetzt diese ganze Emotion und Gefühle total ausschalten muss. Und John? Wenn es nach ihm geht, ist die Europameisterschaft nur eine Zwischenetappe. Das Ziel liegt viel höher. Also auf jeden Fall die Goldmedaille von Olympia 2020 und dass ich dann den WBC-Weltmeistergürtel im Profi habe. Eines hat John Bielenberg schon jetzt erreicht. Er ist erst der zweite Schleswig-Holsteiner, der sich je für eine Europameisterschaft qualifiziert hat.